Bei der Anwendung von dualhärtenden Stumpfaufbaumaterialien ist durchaus zu berücksichtigen, die Lichthärtung erst verzögert oder möglichst gar nicht durchzuführen, denn durch die Aushärtung der okklusalen Schicht kann es bei der Anwendung zum Beispiel beim Füllen einer Trepanationsöffnung zu wesentlich höheren Schrumpfungsspannungen kommen, wenn die Okklusalfläche bereits ausgehärtet ist. Das dualhärtende Befestigungskomposit braucht nämlich in den tieferen Bereichen, da wo das Licht nicht hinkommt, längere Zeit, hat dadurch allerdings nicht die Möglichkeit, aus dem noch nicht ausgehärteten okklusalen Anteilen sozusagen nachzufließen und durch den C-Faktor, der C-Faktor ist das Verhältnis der gebundenen zur freien Oberfläche, hier eine besonders ungünstige Situation, weil alle Bereiche, der Kavitätenboden und die Wände und auch die okklusale Fläche bereits ausgehärtet sind. Und deswegen ist es entweder sinnvoll, mit ganz normalen Pastenstumpfaufbaumaterialien zu arbeiten oder, wenn ich ein dualhärtendes nehme, nicht zu früh mit dem Licht die Aushärtung der okklusalen Anteile durchzuführen.